Im Rahmen der Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst der Länder haben die Beschäftigten des ZFP in Zwiefalten eine Protestpause eingelegt. In der ersten Verhandlungsrunde in Potsdam war kein Ergebnis erzielt worden. Die Arbeitgeber lehnen die Lohnforderungen der Gewerkschaft Verdi sowie die Forderungen nach separaten Verhandlungen im Krankenhausbereich ab. Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder 5% mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro bzw. in Krankenhäusern 300 Euro mehr. Die nächste Runde findet Anfang November in Potsdam statt.